Wir begrüßen euch zu dieser vierten Sitzung mit uns, zu diesem neuen Jahr, zu der Neuausrichtung, zu der Fokussierung und dem Eintauchen und Aktivieren eurer Kraft, eures inneren Wesens und eurer kraftvollen Lebendigkeit im jetzigen Augenblick. Diese Reise, die wir in diesem Jahr gemeinsam unternehmen, und auf der wir euch begleiten zu eurer Kraft und eurem Ankommen in sich selbst, auf der Reise des Wachstums eurer Seele, die sich wünscht, in diesem Leben und in diesem Körper Erfahrungen zu sammeln, die sie an ihre Grenzen bringen, zumindest den begrenzten menschlichen Aspekt eures Seins, aber auch erweitern, polieren und mehr zum Strahlen bringen in dem, was ihr eigentlich seid und was durch euch hindurch scheint in jedem Augenblick eures Daseins. Reine Liebe, Kraft und Lebendigkeit. Wir könnten es auch Licht nennen, aber wir finden, dass Lebendigkeit besser ausdrückt, was in der Kombination von Menschsein und Lichtsein entsteht. Der Bewegung, der wir heute gemeinsam folgen wollen, ist ein Eintauchen in die Lebendigkeit auf der Ebene eurer seelischen Ausdrucksform. Euer Ich, euer Menschsein hat sich in einer gewissen Weise geformt, hat sich mit viel Energie und Aufwand einen Körper, eine Psyche, Verhaltensmuster und Gedankenformen gesucht, in der ihr nun existiert und lebendig seid und die der materielle Ausdruck eurer seelischen Existenz ist. Und ihr seid heute genau an dem Punkt in eurer seelischen Entwicklung, wo ihr sein sollt und müsst, wo ihr hingefunden habt und seid genau in der Form, in der eure Seele euch wünscht. Der steuernde Eingriff der seelischen Energien auf euer Menschsein findet zu jedem Augenblick in einem menschlichen Leben statt. Mal bewusst, mal weniger bewusst, mal unbewusst. Aber jederzeit gibt es eine führende Instanz, die euch durch Inspirationen und durch die Gestaltung von Ereignissen
und Begegnungen und allgemein eurer sogenannten individuellen Umwelt in Form finden, ausdrücken und sich in eure materielle Welt ergießen. Das Leben, so wie ihr es kennt, ist also einerseits der präzise und direkte Ausdruck eurer seelischen Wünsche und Existenz. Und andererseits nur ein kleines Abbild dessen, was ihr tatsächlich darstellt, was ihr seid in eurem Kern, was ihr sein könnt und was durch euch hindurch scheint und jederzeit bereit ist, sich zu zeigen und stärker durch euch hindurch zu scheinen und zu strahlen, als ihr dies zum aktuellen Zeitpunkt umsetzen und erlauben könnt. Wenn ihr euch also den Herausforderungen der aktuellen Zeit stellt, die in diesem und im letzten Jahr euer Leben beeinflusst haben und formen, so ist dies der Wunsch und der Ausdruck eurer Seele nach Entfaltung und Wachstum, aber auch nach einer neuerlichen Verschmelzung mit den seelischen Energien und einer Angleichung an das grenzenlose, kraftvolle, leuchtende eurer Existenz, eines Wunsches nach Entfaltung und Bewegung in eine bewusstere, lichtvollere und kraftvollere Präsenz eures jetzigen Seins. Ob dies nun mystisch oder konkret klingt, spielt gar nicht so sehr eine Rolle, denn der ganze Prozess, den ihr erlebt und von dem wir berichten, ist schon längst im Gange und ihr seid mittendrin in dieser Wandlung, Neuausrichtung und in diesem Wachstumsschub, auf ein neues Energieniveau oder wie wir es lieber nennen wollen, eine neue Fähigkeit, Licht zu halten und auszustrahlen. Das Licht, von dem wir sprechen, ist die Bewusstheit eurer Seele, ist die reine formlose Form der Liebe, die sich in eurem Körper in gewissen Formen und Mustern ausdrückt und ausgedrückt hat und die nicht nur an eine Grenze gekommen ist, die eine gewisse Sehnsucht nach Entfaltung mit sich bringt, sondern die auch den Wunsch nach Veränderung in sich trägt. Die Zeiten, in denen ihr lebt, sind Zeiten eines Übergangs in eine neue Realität des Bewussteren, freieren und leichteren Atmens dieses Lichtes eurer Seele und dieses Ausdrucks der seelischen Realität, der
Liebe und Anerkennung dessen, was ihr als Menschen seid. Die starke Fokussierung auf die äußeren materiellen Dinge, die in den letzten Jahrhunderten auf dieser Erde stattgefunden und sich ausgedrückt haben, tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Und das Wissen über die Unsterblichkeit und das Geführtsein durch energetische Phänomene von Seele und seelischen Energien breitet sich immer weiter aus und führt zu einer Realitätsveränderung in dem Sinne, dass ihr diese Anteile in euch selbst mehr spüren und erleben und ausdrücken könnt, aber auch diese einen neuen Stellenwert in eurer Gesellschaft und Gemeinschaft vom Menschsein findet. Jede Übergangszeit ist eine Zeit der Herausforderungen, eine Zeit des Kampfes, Alter mit neuen Energien und Ideologien, Weltanschauungen und Mustern oder Formen. Denn Widerstand findet sich in der materiellen Welt überall und alles halben. Aber wenn eine Entwicklung so rasant und heftig abläuft und sich entfaltet wie in der aktuellen Zeit, in der ihr lebt, gibt es eben auch mehr Widerstände, mehr Reibungshitze und mehr Herausforderungen dabei, das Alte loszulassen, es gehen können zu lassen, sich der Leere und dem leeren Raum zuwenden zu können und das Neue sich finden zu lassen in diesem Raum, ohne Konzepte, ohne vorgefertigte Ideen und ohne die Sicherheit, die von den planbaren Konstrukten eures Geistes ausgeht. Das Hineinreichen in eine neue, offene Zeit oder Zukunft möchten wir am liebsten ausdrücken als das Loslassen alter, nicht mehr passender Energien und die Bereitschaft, diese von den seelischen Energien und Kräften, die euch umgeben und die ihr seid, verwandeln zu lassen in eine neue Form, über die ihr keine direkte Kontrolle habt, als Menschen, als Ichs in einem menschlichen Körper, aber die sich eurem seelischen Wunsch gemäß finden und in eine Form finden werden, die, auch wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, doch dem entspricht, was eure Seele sich wünscht. Je mehr es euch also gelingt, von dem Alten immer wieder loszulassen
und sich dem Entsetzen oder der Unsicherheit, der liebevollen Leere, des liebevollen Leerseins zu stellen, desto leichter könnt ihr Fuß fassen in den neuen Energien, die durch euch hindurchströmen, unaufhaltsam und unkontrollierbar von eurem Ich, aber geführt und geleitet von den seelischen Energien, die eure Seele hat, präsentiert und an die sie angebunden ist. All dies ist also eine Öffnung für neue, liebevolle Formen des Seins, liebevolle Ausdrucksformen des Mit-Euch-Selbst-Seins und mit euren Mitmenschen-Seins und mit eurer Umwelt und den Lebewesen, die keine Menschen sind, aber euren Planeten dennoch bevölkern. Der Ausdruck dieser Wandlung, in der ihr euch aktuell befindet, zeigt sich auch im Widerstand, und je mehr Widerstände es gibt, desto mehr kriegerische Fronten zeigen sich, finden sich und drücken sich aus. Konflikte, die sich zeigen und die entstehen, sind Ausdruck dieses Widerstandes gegen das Neue, gegen diese kraftvolle Macht, die eure Seele repräsentiert und die sich durch jeden Einzelnen von euch in Form findet und die nicht kontrollierbar ist von dem, was ihr meist als eure Identität wahrnehmt, als die Ichhaftigkeit eures Seins. Wenn ihr also annehmen und verstehen könnt, dass diese Auseinandersetzung, denen ihr immer wieder begegnet und deren Zeuge ihr werden könnt, Ausdruck des Widerstandes gegen das Neue sind, so könnt ihr vielleicht leichter zulassen, dass dies sein darf, dass dies sich ausdrücken muss und eine Form finden darf und soll, in der erkennbar wird für den individuellen Menschen, was dort an Widerständen in seinem System vorhanden ist und sich ausdrückt und zeigt. Denn nur durch das Anerkennen, durch das Annehmen, durch das Erfahren dieser Widerstände, die sich dann eben in Handlungen und Gedanken und Ereignissen im jeweiligen Leben des Einzelnen ausdrücken und in eine Form finden, ist es möglich, sich hiermit auseinanderzusetzen, mit der Wandlung, mit dem Widerstand gegen die Wandlung und mit der Angst letztlich vom Loslassen und vor der Öffnung dieses neuen Raumes der liebevollen Leere, die der Seele die Möglichkeit gibt, Formen zu finden, die nicht nur für euch passender sind und erscheinen in eurer menschlichen Form, sondern eben auch
mehr dem entsprechen, was eure Seele wünscht und wohin diese Verwandlung und Wandlung eurer aktuellen weltlichen Gegebenheit und Situation zum jetzigen Zeitpunkt sich ausdrückt. Niemand kann die Lebendigkeit kontrollieren. Niemand kann die Lebendigkeit langfristig einsperren. Lebendigkeit, so wie wir es benutzen als Ausdruck der lichten Liebe, der seelischen Energien, findet Form und drückt sich in jedem Augenblick neu aus. Aber in Zeiten der massiven Wandlung, in Zeiten des Überfälligseins von Wandlung, von Prozessen, von einer Angleichung, von einer seelischen Wandlung, die bereits stattgefunden hat und stattfindet, aber sich in der äußeren Form noch nicht umgesetzt hat, in dem Maße, wie sie innerlich schon vorangeschritten ist, führt zu Widerständen und Ängsten. Dass all dies nicht aufhaltbar ist, produziert Angst, produziert das Gefühl von Kontrollverlust und Irritation, Verwirrung und Unsicherheit. Aber genau diese von euch nicht so sehr geliebten Energien sind es, die den Raum öffnen für die liebevolle Lehre, in der eine lichte Neugestaltung eurer Realität und eures eigenen Wesens stattfinden kann, in einer Atmosphäre mit möglichst wenig Widerstand und Kampf und möglichst viel Ja-Sagen, Hingabe und Annahme. Dass all dies, was in euch und um euch herum passiert, euch dient, zu jedem Augenblick eures Lebens und nicht gegen euch ist, sondern nur die Widerstände und Ängste hervorruft und ans Licht bringt, die in euch gespeichert sind und die ihr als Ballast, als schweres Gepäck in diesem Leben und vielleicht auch über mehrere Leben mit euch herumschleppt, weil sie nicht bearbeitet werden mussten bisher oder es zu schwierig war, diese zu bearbeiten und zu transformieren und loszulassen. In dieser Zeit der großen Wandlung ist dies aber eine gewisse Verpflichtung. Fühlen sich die alten Energien und unerlösten Themen berufen, ans Licht zu kommen und sich zu zeigen, eure Realität zu fluten und so durch das Gesehenwerden und durch die Annahme und Anerkennung ihrer Existenz Heilung zu bekommen und letztlich eben diesen Raum der Lehre und der Wandlung geschenkt zu bekommen, aus dem
alles Neue entsteht, was sinnhaft ist, was Relevanz hat, was mit den Wünschen und Sehnsüchten eurer Seele in Verbindung steht. Die heutige Sitzung soll dazu dienen, euch zu erinnern, dass das Licht, was ihr seid, sich in Widersprüchen ausdrückt, in Lebendigkeit, im Mal so und mal so sein, im Erleben der Ängste, Unsicherheiten und Panik und Furcht und im Erleben Momente großer Entspannung, Zufriedenheit, des sich getragen fühlens und des Gefühls in der Kraft und im Licht zu sein, das ihr selbst seid. Hier wird nichts von außen an euch herangetragen, auch wenn dies als menschliches Wesen sich vielleicht manchmal so anfühlt oder eben in dem Weltbild des jeweiligen Menschen sich so darstellt. Das, was sich hier durch euch ausdrückt und in euch ergießt und entfaltet, seid ihr selbst, ist die neue und ewige Form eures eigenen seelischen Ichs oder Selbst. Ist das, was ihr seid, was sich finden will in Materie und Gedanken, in Geist und Strategien oder Vorstellungen? Und wenn euch dies alles Angst macht oder anstrengend erscheint, so ist dies aus unserer Sicht nur ein Zeichen dafür, dass sich das Grenzenlose, was ihr seid, in euch ergießt und sich Weg bahnt in eurem Wesen. Die Erweiterung eurer Identität und eurer Erlebens von Wirklichkeit als Mensch ist immer mit Anstrengungen, Herausforderungen und einem gewissen Anteil an Schmerzen verbunden. Es ist wie eine Geburt, wie ein Geburtsvorgang, in dem in Schmerzen etwas Neues, Lebendiges geboren wird, was ihr selbst seid, was Teil von euch ist, aber doch auch etwas Neues mitbringt und eine neue, unkontrollierbare Lebendigkeit darstellt, die sich in euch, in eurem Leben materialisieren und ausdrücken möchte und euch verwandelt und mitnimmt auf einen Weg in eine neue, unbekannte, aber mit eurer Seele im Einklang stehende Zukunft. Das Jetzt ist ein Paradoxon, in dem die Vergangenheit und Zukunft sich zusammenfindet, in der Zeitlosigkeit der seelischen Liebe. Im Jetzt drückt sich in der Lebendigkeit eure Dualität und Polarität aus. Gespalten sein. Pendeln von Angst zu Liebe, annehmen und ablehnen, beschleunigen und verzögern, hingeben und aufbegehren. Nichts ist außerhalb dessen, was
eine gültige Repräsentation eures menschlichen Wesens ist. Aber die Dinge, die euch unangenehm sind, denen ihr euch nicht gerne stellen wollt und die in euch Widerstand und Stress hervorrufen, sind nie gerne gesehene Gäste in einem menschlichen Leben. Aber, und dies möchten wir euch heute mitgeben als Geschenk und als Ergebnis dieser Sitzung, in Zeiten der Wandlung sind diese Gäste die letztlich das Neue bringen und die Türen öffnen zu dem Raum der liebevollen Leere, in dem eure Seele wohnt und in dem sie sich durch euch ausdrücken kann und euch mitnehmen kann zu einer neuen, bewussteren Kraft und Präsenz des seelischen Ausdrucks eures Seins, eures Ichs. Niemand kontrolliert seelische Energien. Diese finden sich, wandeln sich und drücken sich aus. Aber das Bedürfnis des Menschen, Kontrolle auszuüben über die Materie, ist auch Teil des Menschseins. Und die Konflikte, die in Wandlungsphasen entstehen, zwischen dem Wunsch, Kontrolle behalten zu können und dem Wunsch der Seele, sich entfalten und entwickeln zu können, führen zu dieser Reibung und den Widerständen, von denen wir eben sprachen. Nehmt euch also an als das, was ihr jetzt seid, als gültige Repräsentation eurer Selbst und eurer seelischen Kraft und nehmt an, dass die Wandlung und Verwandlung, in der ihr aktuell seid und zu der ihr euch entschlossen habt, teilzunehmen und nicht nur mitzugehen, sondern eben auch sie mitzugestalten, sie zuzulassen und durch euch hindurchströmen zu lassen in diese materielle Wirklichkeit, die ihr auch seid. Nehmt an, dass all dies euch und euren Mitmenschen dient und dass ihr in dem Zulassen dessen, was sich im Moment ausdrückt und ausdrücken möchte durch euch, ihr eure eigentliche Aufgabe in diesem Leben erfüllt. Dem Annehmen des jetzigen Momentes und dem Erkennen der lichtvollen Liebe und Lebendigkeit, die ihr als Mensch und Seele seid. Wir bedanken uns bei euch für eure Offenheit und für die Bereitschaft, uns zu hören und das durch euch hindurchströmen zu lassen, was wir sind und repräsentieren. Diese lichte und liebevolle Kraft und Ressource, auf die ihr nicht nur zurückgreifen könnt, sondern die ihr als Wesen darstellt und seid.